Jetzt einmal hier bei meinem B210 die Kopfstützenverstellung reparieren. Die elektrische Kopfstützenverstellung ist nämlich defekt. So, und da habe ich im Internet ein Tutorial gefunden, nach welchem man hier diese Schraube und diese Schraube, das sind zwei auf jeden Fall, entfernen muss. Ich habe jetzt gedacht, das wäre der Motor. Allerdings ist das hier der Motor, diese ganze Verstelleinheit. Ja, das, wenn der halt ganz oben ist, der Motor, dann geht das halt nur so bis hier. Und das fährt halt alles hoch und runter. Und da, diese kleine Platine, da muss irgendwas verstellt sein. Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, wie ich die rausbekomme. Ich habe die Kopfstütze jetzt runtergefahren bekommen. Ja, also ich habe sie runterfahren bekommen. Ich weiß nicht wieso. Aber so ist jetzt auf jeden Fall gut. Und anscheinend muss ich es jetzt doch nicht mehr reparieren. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ein bisschen hier an den Kabeln rumgespielt. Und dann halt Zündung nochmal angemacht und... Ja, es hat funktioniert so. Deswegen müsst ihr gucken. Ich kann euch da jetzt leider doch nicht viel weiterhelfen, aber bei mir hat es so geklappt und könnt ihr ja mal schreiben, ob es dann bei euch auch funktioniert hat. Trotzdem vielen Dank fürs Anschauen des Videos und ja, lasst mir ein Like und einen Kommentar da, damit ich weiß, was abgeht. Nochmal ein kleiner Nachtrag. Passt auf, wenn ihr die Schrauben wieder zurückdreht. Sonst bohrt ihr nämlich ganz schnell durch diese scheiß Verkleidung durch. Ja, und dann hält die nicht mehr. Also nicht zu weit drehen, dann habt ihr kein Problem.